Ich glaube, sie sitzt im Restaurant drüben. Dann will ich da mal hin. Ich habe nicht so lange Pause. Wir wollten noch die Zeit nutzen, solange Carla noch da ist. Solange sie noch da ist? Wenn sie erstmal ihren Job in New York antritt, dann werdet ihr euch ja nicht mehr so oft sehen können. Natalie? Das glaube ich jetzt nicht. Du bist schon zurück? Ich hab dich wohl nicht erwartet, was? Du hättest ja einfach nur anrufen müssen und ich hätte dich vom Krankenhaus abgeholt. Du hast doch was Besseres zu tun! Entschuldige. Ah, so ist das. Ja klar, logisch. Jetzt steht ja eurer Familienplanung nichts mehr im Wege. Ich habe ja gerade mein Kind verloren. Unser Kind. Entschuldige, das ist einfach nur so passiert, okay? Ich war genauso traurig. Traurig? Du erzählst mir was von Trauer? Du wolltest unser Kind doch sowieso nie. Hallo. Hallo. Was gibt's denn so Dringendes? Setz dich doch erstmal. Ich habe aber nicht lange Zeit. Ach schade, ich dachte, wir essen zusammen. Ein paar Minuten wirst du doch wohl für deine Freundin haben, oder? Wäre ich sonst durch die halbe Stadt gerast, um dich zu sehen? Na, hoffentlich hast du jetzt kein Ticket an der Backe. Ich würde sogar meinen Führerschein für dich riskieren, wenn du mich unbedingt sehen willst. Weiß der Himmel warum. Hallo. Hat Angelo schon den Zander empfohlen? Der ist ausgezeichnet heute. Susanne hat leider keine Zeit. Tut mir leid, Charlie. Und allein will ich auch nicht essen. Danke. Dir schmeckt's also nur, wenn ich dabei bin? Ja, es fällt mir schwer, ohne dich zu sein. Du hattest Sehnsucht. Ich habe immer Sehnsucht nach dir. Auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhören mag. Ich vermisse dich schon, wenn du aus der Tür gehst. Und deshalb... Hast du mich angerufen? Ja. Weil du Sehnsucht hast. Ist das alles? Reicht das nicht? Doch, doch, natürlich. Ich dachte nur, da ist noch was anderes. Was bist du denn auf einmal so gereizt? Bin ich das? Ich habe eher das Gefühl, du wirkst ein bisschen verkrampft. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht. Vielleicht liegt sie an mir. Ach, Quatsch. Oder vielleicht liegt es daran, was du mir gleich sagen willst. Du willst für ein halbes Jahr nach New York. Und jetzt hast du keine Ahnung, wie du mir das schon beibringen sollst. Was ist? Du sagst gar nichts. Ich denke nach. Über meinen Vorschlag oder darüber, wie du am elegantesten Nein sagen kannst? Woher willst du wissen, dass ich Nein sage? Oh, Arno, ich kenne dich doch. Bevor du zum Paartherapeuten gehst, gehst du lieber 100-mal zum Zahnarzt. Und ohne Betäubung. Siehst du? Aber du hast recht. Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Ich finde, unsere Eheprobleme gehen niemanden außer uns etwas an. Aber wir haben doch versucht, unsere Schwierigkeiten selber in den Griff zu kriegen. Wir haben uns immer nur noch mehr gestritten. Wir haben uns verirrt. Unsere Gespräche sind wie ein Labyrinth, aus dem wir nicht mehr herausfinden. Wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt. Jemand, der sich auskennt. Der weiß, wie Beziehungen funktionieren oder woran sie scheitern. Einen Therapeuten. Ja. Nein, ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Ich will nicht, dass irgendein Fremder in meinen Eheproblemen herumwurstelt. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich überhaupt nach New York gehe. Bei Konstantin klang das so, als hättest du deine Koffer schon gepackt. Es ist noch gar nichts entschieden. Ich wollte doch erst mit dir drüber reden. Deswegen habe ich dich angerufen. Das musst du mir glauben.
Und warum redest du dann so lange drumherum? Ja, das tut mir leid. Ich dachte, du würdest mich vielleicht wieder missverstehen. Der Klassiker. Es passiert genau das, wovor man sich am meisten fürchtet. Ich wollte dir wirklich nichts verschweigen. Außer deiner Geliebten in New York. Susanne, ich habe keine Geliebte! Das war nicht ernst gemeint. Nein, genauso wenig wie an deinem Geburtstag. Das war ein Fehler, dafür habe ich mich entschuldigt. Aber an deinem Misstrauen, da hat sich nichts geändert. Du denkst doch, kaum sind wir eine Stunde nicht zusammen, da falle ich über eine andere Frau her. Nein. Weißt du, was das für mich heißt? Nein. Du zweifelst an meiner Liebe. Was? Das halte ich auf Dauer nicht aus, diese ständige Eifersucht. Liebe braucht Vertrauen. Denk mal darüber nach. Ist irgendwas passiert? Ich habe nur einen Scherz gemacht. Nur einen Scherz. Natalie, bitte, so können wir nicht reden. Ich will auch gar nicht reden. Es war nicht so, wie du denkst. Wirklich nicht. Eher umgekehrt. Umgekehrt? Ja. Das war so. Gregor war traurig. Ich habe ihn getröstet und dann... Dann habt ihr überlegt, es ist sowieso besser, wenn ihr ein eigenes Kind habt. Das ist nicht wahr. Hau endlich ab, lass mich in Ruhe. An ein Kind mit mir hat Gregor nie im Leben gedacht. Wie kannst du sowas überhaupt denken? Ich hab's doch auch geliebt, Mann. Natalie, bitte. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du kennst mich doch. Wie soll ich ihr helfen, wenn sie mir nicht glaubt? So ein Blödsinn. Was denn, Chefin? Da sieht man, dass die Horoskopschreiber keine Ahnung haben. Mein Motto für heute: Helfen Sie der Liebe auf die Sprünge. Welche Liebe, bitteschön? Och, kann doch noch so einiges passieren heute. Glauben Sie. Charlie, ich muss meine Tasche hier vergessen. Haben Sie. Oh, Gott sei Dank, danke. Carla, einen Moment bitte noch. Ja, was gibt's? Es geht mich zwar nichts an und ich will mich da auch gar nicht einmischen, aber Ihr Streit vorhin mit Susanne... Streit? Wer hat gesagt, dass wir uns gestritten haben? Naja. Und wissen Sie was? Es geht Sie tatsächlich nichts an. Schon gut, ich wollte nur vermitteln. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was Susanne über mich erzählt hat. Recht schmeichelhaft wird es nicht gewesen sein. Ganz und gar nicht. Ich meine, sie hat ganz und gar nichts Böses über sie fallen lassen. Sie war einfach nur traurig. Traurig? Ja, sie hat mir gegenüber durchblicken lassen, dass sie in letzter Zeit mit ihrem Misstrauen einige Male ziemlich daneben lag. Aber heute, das schwört sie, war es nur ein Scherz. Ein Scherz. Den Sie offensichtlich völlig falsch verstanden haben. Wenn du Probleme auf der Baustelle hast, also zum Beispiel mit der Statik, suchst du dir doch auch einen Statiker, also einen Profi. Danke. Das ist doch gar nicht zu vergleichen miteinander. Da gibt es Berechnungen, da gibt es Fakten. Ja, die du nicht hinkriegst. Also suchst du dir jemanden, der sich damit auskennt. Arno, wir stehen kurz davor, uns scheiden zu lassen. Ich finde, wir sollten alles versuchen, um unsere Ehe zu retten. Warum keine Paartherapie? Ach, Elisabeth, ein Seelenstrip dieses. Das ist nichts für mich. Warum fangen wir mit unserem Geld nicht etwas Vernünftigeres an? In Urlaub fahren. Milchkaffee trinken in Paris. Das würde uns gut tun. Mehr Zeit miteinander. Du verstehst es nicht. Nein, warum denn jetzt schon wieder nicht? Was ist denn gegen einen Urlaub zu sagen? Rani, du begreifst es nicht. Nein! Siehst du, und genau das ist unser Problem. Ich habe in der Holding sehr viel um die Ohren. Aber ich liebe diesen Job. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Das heißt, du könntest sowieso nicht weg. Warum sagst du es nicht gleich? Weil ich mir wünschen würde, dass du vielleicht auch mal selber darauf kommst. Na, soll ich etwa noch deinen Terminkalender im Kopf haben? Nein, natürlich nicht. Aber ein bisschen mehr Verständnis für meine Wünsche und meine Bedürfnisse. Hab ich doch. Ich liebe dich. Ja, Liebe alleine reicht da eben manchmal nicht. Hallo.
Was kann ich Ihnen bringen? Ja, ein Milchkaffee. Für mich das Gleiche. Komm sofort. Du weißt, wann unsere Probleme angefangen haben? Als ich das Gefühl hatte, du interessierst dich nicht für das, was mir wichtig ist, oder zumindest nicht genügend. Ja. Ich bin das Problem. Du kannst ja nicht ewig drin bleiben. Ach, verdammt, ich müsste schon längst in der Kneipe sein. Was ist denn mit Nicole? Kommt jetzt dieser Getränkelieferant und um den muss ich mich kümmern. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich alleine versuche, mit ihr zu reden. Sie ist immerhin sauer auf dich, nicht auf mich. Vielleicht habe ich allein hier eine Chance. Ja, vielleicht. Ein Versuch ist es zumindest wert. Wichtig ist nur, dass wir Natalie helfen. Sie hat es im Moment wirklich am schwersten von uns allen. Okay, aber du meldest dich, wenn was los ist, ja? Klar. Bis später. Natalie, entschuldige bitte. Hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Ihr sollt mich in Ruhe lassen, ich will allein sein. Sicher. Aber irgendwann müssen wir doch miteinander reden. Wie sollen wir denn sonst hier weiter zusammen wohnen? Wissen wir gar nicht. Es gibt eine andere Lösung. Du ziehst hier wieder aus. Oh, hallo. Hallo. Ist Susanne da? Nein, aber komm noch rein. Wo ist sie denn? Ich denke, sie fährt noch Taxi. Warum ist dann ihr Handy aus? Keine Ahnung. Möchtest du was trinken? Nein. Ist irgendwas? Keine Sorge, ich vertrag das schon. Susanne und ich, wir haben uns gestritten. Schon wieder? Schlimm? Ich habe mich ganz schön verrannt und ein paar ziemlich dumme Sachen gesagt. Seit der Sache an ihrem Geburtstag denke ich immer, dass sie mir nicht mehr vertraut. Ich bezweifle sogar, dass sie mich überhaupt noch liebt. Quatsch, da bin ich mir ganz sicher. Susanne liebt dich. Wenn du das sagst. Und wenn du dich jetzt bei ihr entschuldigst, ich meine, deswegen bist du doch hier, oder? Dann kriegst du das auch wieder hin. Garantiert. Sie verzeiht dir. Hoffentlich. Ihr beide gehört zusammen. Das ist doch klar. Findest du? Ja, wenn selbst ich das kapiere. Du entschuldigst mich einen Moment, ja? Hat sie ihre Barrikade aufgegeben? Was ist? Hat sie sich wieder beruhigt? Hallo. Was ist mit deinem Termin? Der kann sicher noch einen Moment warten. Also, was ist passiert? Wie kommst du darauf, dass was passiert ist? Weil ich dir das an deiner Nasenspitze ansehe. Hm? Hey. Hi. Na, wenn ihr beiden hier unten seid, scheint es Natalie ja besser zu gehen. Ich fand es übrigens auch nicht gut, dass sie so früh entlassen wurde. Aber dann dachte ich mir, ihr seid ja da. Ja. Oder? Sie hat mich rausgeschmissen. Wie bitte? Sie will, dass ich ausziehe. Wie kommt sie denn dazu? Erkläre ich dir später. Bei aller Freundschaft, aber das geht so nicht. Ich rede mit ihr. Warte! Warte! Beruhig dich erstmal, bitte. Natalie geht's wirklich mies. Aber deswegen kann sie nicht machen, was sie will. Es war auch mein Kind. Ich bin genauso traurig. Auch wenn sie mir das nicht glauben will. Aber sie ist allein. Du nicht. Und das macht einen Unterschied, so viel kann ich euch sagen. Deshalb dürfen wir aber nicht jedes Wort, was sie sagt, auf die Goldwaage legen. Ja, ja. Schon das Wort Therapeut löst bei ihm Panikattacken aus. Männer. Ja, die führen ja eher Kriege, als dass sie über ihre Gefühle reden. Soll es denn jetzt weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, miteinander zu reden, ohne dass wir streiten. Ja, aber es läuft immer wieder darauf hinaus. Ja, das ist, als ob wir auf Schienen fahren. Weißt du, wir müssten die Richtung ändern. Aber das funktioniert nicht, obwohl wir uns bemühen. Klassischer Fall für den Paartherapeuten. Erklär ihm das mal. Ach, unser Arno. Der ist doch so altmodisch und stur. Es wird schwierig werden. Wir kommen einfach nicht mehr klar miteinander. Wir versuchen es ja. Wir verabreden uns, treffen uns, streiten. Ich verstehe sie nicht mehr. Vielleicht solltet ihr wirklich zur Paartherapie gehen. Damit noch ein Fremder sich da einmischt. Nein, Susanne, deshalb rede ich ja mit dir.
Also, ob ich die Richtige bei Beziehungsproblemen bin, ich weiß nicht. Ach, entschuldigen Sie bitte, mein Kollege ist zuerst dran. Was denn, du auch? Hast dich wieder mit Carla gestritten? Streiten dauert. Es ist zum Verzweifeln. Worüber? Wenn ich das wüsste. Wir beide haben anscheinend kein Glück bei Frauen. Hm? Dann sagst du was. Wir sollten zusammen ins Casino gehen. Wieso? Nur bei so viel Pech in der Liebe müssten wir beide doch Millionen gewinnen. Ha, ha, ha. Ich muss Schluss machen, ich habe eine Fahrt. Verstehe. Fahr vorsichtig, mein Schatz. Tschüss. Tschüss. Wagen 2417. Susanne, wo steckst du denn? Ja, was gibt's? Ein Kunde am Gutshof Weiertal. Gutshof Weiertal? Ist doch dunkel, bis ich da bin. Der Fahrgast verlangt aber ausdrücklich nach dir. Also ich weiß nicht. Ich finde diesen Gutshof ziemlich gruselig im Dunkeln. Keine Sorge, wir kennen den Gast. Also gut, ich übernehme die Fahrt. Na, 3-1, dass es Lisa ist. Nein. Komm rein. Ach, wie nein? Eins der Kinder hat den Schlüssel vergessen. Ich habe mit mir gewettet, dass es Lisa ist und habe die Wette verloren. Na, du bist ja noch ziemlich fröhlich, trotz allem. Ja, das täuscht. Was kann ich für dich tun? Ich habe mich lange mit Elisabeth unterhalten. Du musst etwas tun, wenn du deine Ehe retten willst. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich weiß, es geht mich eigentlich nichts an, aber in meinem Horoskop steht, ich solle dir lieber auf die Sprünge helfen. Männer glauben da nicht dran, aber ich nehme es als Zeichen. Und deshalb sollst du jetzt meine Ehe retten. Und die von Elisabeth. Also hörst du mir jetzt zu, ja oder nein? Arno, die Paartherapie ist deine letzte Chance. Sonst heißt es Scheidung. Ich meine, ist es das denn wert? Dass du Elisabeth verlierst, nur weil du nicht über deinen Schatten springen kannst? Komm schon, Nathalie, mach auf. Ich bin's, Leo. Mir geht's gut, danke. Wirklich? Ja. Ich möchte trotzdem reinkommen. Jetzt gibst du ja doch keine Ruhe. So wie du aussiehst, ist es auch besser so. Danke, sehr charmant. Komm, wir setzen uns erstmal. Übelkeit oder Schwindel? Fieber hast du auch nicht. Ich bin okay. Ja, körperlich wenigstens. Sonst auch. Nathalie, ich weiß, wie es dir geht. Und du bist nicht okay. Als das mit Cecile und Julius. Man muss es zulassen. Das sagt sich so einfach. Man fragt sich die ganze Zeit, warum gerade ich, warum gerade mein Kind? Ja. Und es gibt keine Antwort. Nie. Versprichst du mir trotzdem was? Was denn? Dass du nicht dieselben Fehler machst wie ich. Und in deiner Trauer alle Freunde von dir wegstößt. Ja, ich habe mit Max und Gregor gesprochen. Mit denen will ich nie wieder was zu tun haben. Nathalie, die beiden waren vielleicht etwas gedankenlos oder unsensibel, aber es tut ihnen leid. Bitte versprich mir, dass du dir helfen lässt, okay? Ihr Taxi ist da. Zentrale, hier ist Wagen 2417. Sag mal, seid ihr euch sicher? Gutshof Weiertal? Hier ist niemand. Doch, doch, Gutshof Weiertal, ganz sicher. Du möchtest bitte zum Eingang kommen.
Gut, aber wenn ich mich in 5 Minuten nicht melde, dann ruft ihr die Polizei. Keine Sorge, dir passiert schon nichts. Mist. Hallo? Ist hier jemand? Sehr endlich. War schon oben in der Pension. Du warst nicht da. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Na, natürlich nicht. Was willst du? Mit dir reden. Oh nein, Arno, ich habe keine Lust, mich schon wieder mit dir zu streiten. Ich will nicht mit dir streiten. Na, das wollen wir nie. Darum wird es höchste Zeit, dass wir etwas dagegen unternehmen. Zum Beispiel eine Paartherapie. Was? Du hast es dir überlegt? Ja. Wirklich? Und wenn du noch 1000 Mal nachfragst, ich hab... Ist in Ordnung. Ich hab's mir überlegt. Woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Sagen wir so, ein blonder Engel hat mir ins Ohr gesungen, dass ich dich möglicherweise verlieren könnte, wenn ich nicht über meinen Schatten springe. Ja, wenn dir das wirklich ernst ist, dann mache ich gleich morgen einen Termin. Einverstanden. Oh nee. Hallo? Ist da jemand? Bitte tun Sie mir nichts! Das kann ich nicht versprechen. Du? Komm. Was soll denn das werden? Hast du die ganze Taxizentrale bestochen? Sonst hätte ich dich doch nicht hierher gekriegt. Hiermit erkläre ich feierlich das Ende allen Misstrauens und das Ende aller Missverständnisse. Und das Ende aller blöden Witze. Und das Ende aller blöden Witze. Du hast völlig recht, lass uns mit all dem aufhören. Aber hättest du mir das nicht einfach nur sagen können? Musstest du mir so eine Angst einjagen? Für das, was jetzt kommt, brauchst du noch viel mehr Mut. Susanne, ich liebe dich. Ich will immer mit dir zusammen sein. Bis das der Tod uns scheidet. Heißt das, willst du mich heiraten?